Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Map Yasuo. So, noch sind wir auf der V2, die V3 habe ich aber fast fertig. EDA habe ich fertig, also überarbeitet, ist jetzt soweit EO. Das ist eine Kleinigkeit, die ich ruhig einstellen muss. Aber die kriegen wir auch hin. Eine Einstellungssache, was ich noch machen muss. Bei einer Sache muss ich noch mal nachfragen, wenn ich das Zeug ausmisten, etwas bis raus kann. Weil mit den Straßen und alles nimmt ich gerne raus. Ja, noch Hunger holen. Wie weit mein Feld überhaupt? Bevor ich rausgehe, muss ich mal gucken, wo mal irgendwo welches Grasbüschel Zeugs weg. Okay. Das ist nochmal. Andere ist das dann egal. Ich muss schon den Hunger umsetzen. Wenn wir uns gerade gut kennen. Probier es nochmal hinten. Ich glaube, können wir immer nochmal hier hochfahren. Das Flackern hier gehört dann auch auf. Das kommt ja rein. So, aber noch sind wir nicht auf V3. Diesmal. Wo wir da am Hof zurück sind, das gucken. Und zwar, was ich noch zu tun habe. Stand, denke ich mal, dass das wird fertig. Ich habe so im Live-Stream immer groß gibt eine andere Map, die mir auch sehr gut gefällt. Ich denke, meine Livestream wird bleiben. Und ich werde bei Gelegenheit, bei Gelegenheit immer wieder hin und her switchen mit den beiden Maps. Zwischen der Map Yasuo und der anderen Map. Gehen jetzt mal vor, ob ich Bock hab. Ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Hängt dann eher von Lust an ab.
Gudelig. Jüngen kommt als nächstes dran. Und auffüllen, sagt gut. Waschen, wegstellen. Ja gut, du auch. Klappe gut, Affe tot. Wie gesagt. Was schaffst du da als Sägemaschine? Eigentlich ist hier die Enten. Ja, sie sind alles schön gleich mit schön am Rand gelackten 5 cm Reifen dann abgenutzt worden ist. Lohnt hier. Boah. Wie hat sich gelohnt vom Preis her? Was? Häkchen. Sitzen. Irgendwie fällt mir krank. Heraus. Hingeblieben. So. Noch was. Neues Modell uns zugelegt. War doch was. Gibt die also mit Fremdschutz als Fremd. Bei Gelegenheit von Dinge unter ihn zu holen. Drin.
hier bringt. So, wir fertig düngen. Schwingen sozusagen. Okay. Gib mir Gummi, den Flummi. Gudele. Da oben. Finit. Klappen. Der Notfalls durch Gemüse an. Duschen. Ist ja. No. So. Jetzt Attacke. Oder ein Mensch gerade Tränen, fällt dann auch noch so weit, wenn man das fällt. Fällt dran. Lustige, was Lustiges gelesen.
bei der Webseite meiner Verkehrsbetriebe. Wenn ihr die Folge seht, ist sie schon vorbei. Da habe ich den Spaß schon wieder hinter mich gebracht. Innerhalb von 2,5 Wochen wollen die schon wieder streiken, wenn die in die Kiste würfeln. Ach, wo ich Nachtschicht hatte, den haben sie den Dienstag gestreikt, wo ich die ganzen Spaß von zu Hause auf Arbeit latschen musste. Und jetzt wollen sie den Donnerstag streiken, wo ich aufnehme, ist jetzt Mittwoch. Wollen die auch wieder schön von 3 Uhr bis 19 Uhr streiken. Und wen trifft es wieder? Die, die überhaupt nicht können. Wenn ich dann grüße schön, dass sie für ihre Arbeit, die sie leisten, ziehe ich jedes Mal meinen Hut dafür vor. Wenn sie eine Straßenbahn voller Leute oder einen Bus voller Leute, hast du eine immense Verantwortung. Dort, dass die auch nicht vergütet werden muss. Warum bestraft ihr die Leute, die mit euch mitfahren müssen? Ich als Fahrgast kann nicht so werden, sie hier zur DVB gehen und sagen, batsch, 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 ihr gebt ihnen mehr Geld. Wenn die Schlussrechnung zahlt sowieso wieder Lehne, Fahrgast, wenn die Fahrpreise wieder erhöht werden. Hier oben, die geben nichts von ihrem Gewinn ab. Können wir vergessen. Die erhöhen wieder die Fahrpreise und alles. Kommt wieder Fahrpreisanpassung aufgrund von hier und da und dort. Hat man auch schon mal Gustene. Sehr schön, wenn die Tarifverhandlungen durch sind, dass wir im Januar, Februar, März die nächste haben. Weil die hohen Tiere und Aktionäre, die damit dahinter stehen, weil das Betrieb ist eine Aktiengesellschaft, die wollen ja keine Rendite einbüßen. Nee. Hört man lieber die Preise, damit wir mehr Gewinn rausschaffen. Bevor wir hier 13 weiter Rendite auch mal einbießen. So läuft nämlich der Hase. Ich muss sagen, wir hier, bei mir sind die Fahrpreise immer noch human. So, was sind jetzt 2 Euro? Ich, die Einzelfahrt. Eine Tarifzone, eine Stunde. Locker auf 2,60 hochgehen und das Karte dann oder 2-3 Euro steigen. Dort ist zwar nicht viel an 2-3 Euro im Monat mehr, aber in dem Jahr 12, sag mal, sogar 2 Euro sind es hier, 25 Euro. Sag mal so, es gibt ja auch genug, die vom Amt leben, die den Mist zahlen müssen. Und über die sind 20 Euro im Jahr doch haben. Ganze Menge. Aber genug gemeckert wird über den Spaß. Verändern kann ich es eh nicht mehr. Er ist nur wieder angekündigt von 3 bis 19 Uhr. Bei meinem Glück habe ich wieder eine tolle. Weil ich vorher, dass ich keine Frühschicht habe, hat es mich doppelt. Habe ich immer, wenn ich auf Arbeit komme, immer, wenn ich auf Arbeit wegkomme. Die Schicht, die ich jetzt habe, habe ich immer noch Glück. Erwischt mich bloß, dass denn der Weg zum auf Arbeit kommen. Ich hoffe mal, dass ich dann Feierabend habe, 21 Uhr, dass es bis dahin dann soweit ist, dass alles läuft. Wenn ich schon wieder nach Hause komme. Jetzt werden wir die Strecke latschen, 8 Kilometer. Gerade nach Arbeit muss ich nie haben. Arbeit mag es immer noch gehen, aber nach Arbeit können wir gucken, wie das Wetter morgen wird, nicht, dass es feuchtfröhlich von oben kommt. Und unsere Verkehrsbetriebe, die haben ja so ein mit hier, hier sind sie, Nextbike, einen Vertrag geschlossen, dass ich mit meiner Monatskarte kann ich nur für eine halbe Stunde kostenlos ein Fahrrad ausleihen. So, wenn es wieder ist wie letzten, wo ich das Bike war, gibt es wieder keine Fahrräder zum Ausleihen. Oder dann erst wieder, sag mal, Kilometer bevor ich starte, wo ich sag mal, ist schon 7 gelatscht, jetzt kann sie letzten noch latschen. Aber genug gemeckert. Husten haben wir davon gleich gekriegt. Komme ich zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.